Willkommen aus Los Angeles. Wir sind komplett erholt, fühlen uns gut. Hallo, das ist Georg. Hallo, ich bin Georg. Gustav. Ja, wir sind ja hier in Los Angeles gerade unterwegs und machen ein bisschen Urlaub und entspannen und pipapo. Ist auf jeden Fall extrem schön hier. Wir sind hier mitten in Santa Monica, haben uns ein Airbnb geholt. Ihr seht gerade quasi, wo wir aus der Tür rausgegangen sind und hier stehen wir gerade. Und was gibt's heute überhaupt? Ihr habt es gerade im Titel schon gelesen. Wir machen ein Welche Waffe bin ich Video. Also ich denke mir eine Waffe aus, die er ist. Also zum Beispiel jetzt, er ist die Locust, so weiß er natürlich nicht. Ja, ich muss eine Frage stellen. Ja, zum Beispiel bin ich lang und hart. Und am Ende gibt es noch ein paar einfache Fragen, die ihr uns gestellt habt auf Instagram, dass wir so ein bisschen noch über uns quatschen, ein bisschen deeper und so. Wir werden jetzt ein bisschen durch die Straßen hier laufen. Ihr kriegt das mit, wir sind hier gerade rausgegangen aus unserem Airbnb. Habe ich das gerade schon gesagt eigentlich oder was in der Failaufnahme? Sieht auf jeden Fall wunderschön hier aus und wir sind sehr, sehr glücklich hier zu sein. Ja, Bruder. Wie war das Wetter gestern? Gestern war es nicht so schön, heute ist wieder... Ah! Wir können uns ja jetzt schon mal jeweils eine Waffe ausdenken, während wir hier rüber schlendern. Willst du auch irgendwas zu dem Auto sagen oder? Schön. Was ist das eigentlich? Das ist ein Porsche, wa? War ein Witz, gell? Das siehst du hier halt überall und das ist einfach so krass für uns. Zwei Männer, ein Auto. Alles klar. So, jetzt müssen wir mal... Ich hab mir was ausgedacht, ja. Ja. Wir haben gesagt, aus den Black Ops Teilen nur. Ich habe auch eine Waffe, die du bist. Ich habe eine. Okay, warte kurz. Muss mich kurz entcringen. Also ich möchte, dass du natürlich als Gast auf meinem Kanal... Du darfst anfangen mit der ersten Frage. Okay, bin ich eine AR? Du bist eine AR, ja. Oh, also darf ich jetzt weitermachen, ne? Hast du so in zwei Sekunden, ja, du darfst weitermachen. Schieße ich eher langsam? Ich würde sagen, eher langsam, ja. Habe ich einen 3-Schuss-Kill-Bereich? Okay, also nicht 3er-Burst, sondern du meinst wirklich mit 3 Kugeln tot? Genau. Ja, hast du. Ich habe einen 3-Schuss-Kill. Junge, ich mache das jetzt mit einem Mal fertig, ne? Ich glaube, das Video ist gleich vorbei. Also anscheinend werde ich das mit einem Mal schaffen. Nächste Frage. Ich wollte gerade was fragen. Achso. Ist mein Visier, relativ subjektiv natürlich betrachtet, schlecht? Also ich find's gut. Also ich würde sagen, es ist ein Visier, was man gerne spielt. Okay, dann muss ich wohl erstmal abgeben. So, vielleicht schaffen wir es gleich dann mal anzufangen. Also wir haben gesagt, wir sind alle aus einem Black Ops-Teil. Was gibt's denn so für Waffen? Ich würde mal, wahrscheinlich bin ich jetzt direkt raus, bin ich eine Zweitwaffe. Oh ja. Oh, das ist gut, das ist gut. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich das direkt... Ja. Ja, okay, sorry. Ich muss das noch ein bisschen lernen. Ich merke, du bist der Bessere. In. Ter. Ter. Wir kriegen es nicht gebacken. Nicht ganz genau. Ist doch okay, oder? Das sieht doch gut aus. Schwarzes im Gesicht, ne? Ich bin eine Zweitwaffe. Ich will fast schon gar nicht fragen, aus was für einem COD. Bin ich aus Black Ops 3? Nein. Sorry. Schade, schade. Das Visier sagte, er ist schön. Ja. Dann schließe ich mich dir an und sage, bin ich aus Black Ops 3? Nein, bist du nicht. Ching. Damn. Nice. Ich will jetzt nicht das nächste COD erfragen. Ich frage mal, bin ich eine Trigger-Pistole, wo man einzelne Schüsse rausdrücken muss? Ja. Okay, okay, dann fällt schon mal die RK5 und RK7 raus. Ah ja. Das war nämlich so, wäre zu offensichtlich gewesen. So einfach mach ich's dir nicht. Jetzt muss ich, glaube ich, nochmal nach dem COD fragen, weil sonst... wird es echt schwierig, oder was? Ich frage einfach nochmal, was bin ich für eine Pistole? Genau, genau. Kannst du mir bitte die Lösung geben, Georg? Ich sag mal so, das Einzige, was du bisher weißt, ist, dass du eine Zweitwaffe bist und nicht aus Black Ops 3. Genau, deswegen frage ich jetzt mal... Und nicht Burst oder sowas, ja. Genau, bin ich aus Black Ops 2 eine Pistole? Nein. Auch nicht, verdammt. Wir müssen ein bisschen die Location wechseln, sonst ist es zu langweilig, finde ich, weil das ist einfach schön. Ihr müsst ja so ein bisschen mitkriegen, was hier so alles gibt. Ich. Ganz schwierig. Ganz schwierig, sagst du? Für mich nicht, ich weiß es ja. Wow! Ich habe übrigens euch die noch nicht eingeblendet, damit ihr so ein bisschen mitraten könnt und dann werde ich es irgendwann auflösen. Ah, das ist also dein Plan? Ja, genau. Das wusste ich bisher noch nicht. Ja, sonst finde ich es zu langweilig. So, das stimmt wohl. Einblendet. Ja, mitraten finde ich aber gut, finde ich gut. Dann könnt ihr in die Kommentare schreiben, ob ihr es richtig hattet oder nicht. Ich sag jetzt, ich bin jetzt vollkommen frech und sage einfach Rampart. Du bist nicht die Rampart, nein. Echt nicht? Nee. Lügst du? Nein, ich lüge nicht, ich schwöre dir. Verdammt. Ich sag auch nichts mehr dazu, als es ist falsch. Komm, wir machen einen Sprint-Marathon. 3, 2, 1. Hammer, hammer. Okay, also ich habe schon halb wieder vergessen, weil wir so viel blöden Quatsch gemacht haben. Ja. Was ich jetzt alles. Ich bin nicht aus Black Ops 2, hast du bereits gesagt. Und ich bin eine Zweitwaffe, die man triggern muss. Also mit einzelnen Kugeln. Ich bin jetzt im Kopf so bei Black Ops 4, würde ich mal sagen. Da haben wir die... die Unfriede wäre dabei und sonst eigentlich
Warte mal, Unfriede RK7? Was ist denn die letzte da nochmal gewesen? Komplett vergessen. Aber ich habe das Gefühl so, ich bin die Unfriede. Nein. Verdammt! Hä, hey, wieso? Dann bin ich halt doch nicht aus Black Ops 4. Oder ich habe halt komplett vergessen, welches da noch gibt. Okay, ich bin nicht die Rampart, das muss ich aber auch zugeben, enttäuscht mich jetzt. Ehrlich gesagt. Ja, du magst sie, wa? Ja, das ist natürlich eine tolle Waffe. Und ja, ich habe nämlich wegen dem Visier gedacht, weil das Visier von der Rampart ist halt, ich sage nicht das Beste, aber man kann es auf jeden Fall benutzen, vielleicht sogar mögen. Das ist eine, fast eine der wenigen Waffen, wo man kein Visier spielt, ne? Ja, genau. Also ich kann ja ein bisschen Ausschlussverfahren machen. Es kann nicht die Maddox sein, es kann nicht die Vapor sein, weil die sind halt alles relativ schnell schießende Waffen. Exakt. Ja, da bin ich ja schon mal drin, ne? Dann haben wir noch die KN, die CR7. Irgendeine Waffe fehlt mir gerade im Kopf. Da ist eine fehlt mir, glaube ich, gerade noch. Du hast ja bisher, welche COD-Teile, Black Ops 3 haben wir ausgeschlossen bei dir, so, ne? Das nur mal so als Hinweis. Willst du mir gerade sagen, oh, es ist nicht Black Ops 4? Weiß ich nicht, du kannst einfach weiterfragen. Ja, das ist, ich frage, ist es nicht Black Ops 4? Das ist richtig, ja. Ja, oh. Ich war so richtig, ich war so in Black Ops 4 drin. Ich dachte mir, ich gebe dir einen kleinen Tipp, damit du nicht auf dem Holz wickst. Dankeschön. Ich hätte jetzt KN gefragt, ICR gefragt danach, ne? Oh, richtig verkackt. Okay, ist es die SCAR-H? Verdammt, du hast richtig gelesen. Yeah. Ich glaube, wenn du mir jetzt gerade nicht geholfen hättest, hättest du eine gute Chance gehabt, mein Freund. Das war auch viel zu viel getippt. Ich glaube, das mache ich bei der nächsten Folge besser. Ja, willst du jetzt nur bei dir noch weitermachen? Ich möchte echt gerne noch weiterraten. Also, bin ich aus Black Ops 4? Ja. Okay, dann habe ich gerade auf dem Holzweg, welche Pistole da noch fehlt. Scheiße. Das ist genau die ich nicht gesagt habe wahrscheinlich. Korrekt. Nein, warte, welche gibt's denn? Warte. Das ist natürlich eine gute Wahl von mir gewesen, eine Waffe, die er anscheinend nicht kennt. Ich habe gerade so Black Ops 3, die letzte ist die LK, dann gibt's die K40, 45 jetzt auch im BO4, aber dazwischen die... Es ist Unfriede, RK7 und... Come on, baby. Und der zählt sich als COD-YouTuber. Sad Music, bitte. Mach das nicht mit mir. Na, 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 na. Was hat der denn bitte gerade für ein Blackout? Das ist aber bei solchen Spielen immer so. So, ihr habt es hundertprozentig schon tausendmal geschrieben und erraten. Man selber ist immer in so Videos, wenn man die dreht, so auf dem Holzweg. Boah, dieses Auto, ey. What the fuck? Es ist gerade vollkommen egal, ob man die triggert oder nicht. Du musst einfach nur die Pistole gerade wissen. Kann man denn so auf dem Holzweg sein? Ich könnte die Palme hochkraxeln. Bitte tu es. Du hast eine Dark Beta, also wirst du die schon gespielt haben. Diese Waffe wird nicht mit Magazinen versorgt. Es ist ein Revolver. Ach. Aber tatsächlich fällt mir der Name auch nicht ein. Ich find's zu krass gerade. Also, basically, du weißt jetzt eigentlich, was so eine Waffe ist. Du hast den Namen nicht mehr. Lieber Georg, du hast gewonnen, dieses Spiel. Wir machen jetzt mit dem FAQ weiter. Leute, ich komme gerade nicht drauf. Ich weiß nicht, was für eine Blockade ich im Kopf habe. Es ist wirklich so belastend. Aber ich will jetzt diesen Moment, wie du es mir sagst, einfach spüren. Soll ich dir zuflüstern? Es ist die Mosu. Das ist so krass. Wie kam man nicht drauf kommen? Wie? Vor allem, ich habe damit zwei Videos gemacht. Und ich habe es immer so als Sniper abgestempelt, irgendwie so im Kopf. Oh, und wie kann ich da nicht drauf kommen? Georg, ich gebe mich geschlagen. Ich habe verloren. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Was hast du dazu noch letzte Worte zu sagen, bevor wir dann ins FAQ rüber schwenken? Wrecked. Get fucking wrecked. Liebe Leute, wir fangen jetzt direkt mit den Fragen an. Die erste Frage kommt von Adrina. Wann habt ihr mit YouTube angefangen? Du darfst natürlich gerne starten. Ich darf starten? Oh, danke schön. Vor 4 Jahren ungefähr bei mir. Okay, bei mir ist jetzt, warte mal, ich muss mal gerade rechnen, schon über 6 Jahre her, dass ich aktiv angefangen habe mit dem Kanal hier. Schon, damn. Schon lange Zeit jetzt. So langsam finde ich mich als alter Hase. Da ich noch nicht tatsächlich. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich was Neues beizutragen habe im Gegensatz zu dir. Diso 12 donated. Alles. Apropos Stream, ja Leute, da kam auch eine Frage, wann ich mal wieder streame. Ich werde auf jeden Fall die nächsten Wochen wieder langsam anfangen. Es ging ja einfach wegen der Krankheit die letzten Wochen auch immer noch nicht. Und ich habe einfach gemerkt, so jetzt mit nur Videos produzieren, dass ich da schon extrem... Aber jetzt geht es mir wieder besser, muss ich wirklich sagen. Das freut uns. Wer ist der bessere Sniper? Und ja, tut mir leid, aber das ist eindeutig, Max. Brauche ich gar nicht drüber diskutieren, brauche ich auch gar nicht so dumm klingen und... Max, ja, also ist besser. Ich muss sagen, Georg ist trotzdem echt gut. Vor allem in BO3 warst du irgendwann auch echt krass. Muss ich, das finde, ging finde auch, ich. Ja.
So in BO4 ist halt Snipen echt schwerer, so, also vor allem, weil die Kugel halt nicht immer dahin fliegt, wo man hin aimst. Wenn du rein aimst, dann ist die Sniper auch nicht immer am gleichen Fleck, sondern variiert auch und so. Mhm. Also ist schon was anderes und ich hab's jetzt mittlerweile mit der Paladin recht gut drauf. Koschka auch immer noch nicht perfekt und so, also was das Snipen angeht, muss ich auch echt sagen, Respekt an jeden, der da richtig krass ist. So, gibt ja auch viele Sniper unter euch und ja, mir macht's trotzdem mega Spaß und ich denke mal, dir trotzdem. Ja, Paladin halt, also ich finde auch, das ist die einzig brauchbare Sniper, ehrlich gesagt. So, Koschka ist halt, Mann, da regt sich sehr oft auf. Ich habe das Gefühl auch, was Koschka angeht, du musst immer schon Brust oder höher aimen. Also wenn du es drauf hast, hier so, ne? Ja, also mit Agentenmotto, wenn du es drauf hast, macht die ultra Laune, aber du hast halt nicht diese Sicherheit, dass du immer den ersten Schuss halt direkt triffst, so wie bei Lokus oder SVG damals. So. Ist schon schwerer geworden, aber mal gucken, was die neue Sniper bringt. Dazu wollte ich auch noch sagen, dass jetzt eine neue Sniper so inoffiziell, ja, wobei eigentlich offiziell von Treyarch auf Twitter auch confirmed wurde. Also ich bin gespannt, was es für eine wird. Ich habe ja schon ein Video die letzten Tage darüber gemacht, könnt ihr gerne noch auschecken. Also ich hoffe, dass es eine Bolt-Action-Sniper wird, die eben so Paladin ähnlich wird. Aber kann natürlich auch sein, dass sie trotzdem eine zweite Autosniper machen. Es wäre natürlich blöder. Ja, ich würde jetzt Treyarch alles zutrauen. Finde ich eine sehr gute Frage. Was ist besser? Black Ops 3 oder Black Ops 4? Ja, ich finde, so spontan kann man sagen, Black Ops 3 hat uns beide mehr geprägt. Einfach auch, was wir damit verbinden. So. Also ich glaube, das ist auch eine Gegenüberstellung von sowas wie 300, 200 Spielstunden gegenüber 1700 bei mir. Ja. Ich habe 1700 Spielstunden in Black Ops 3. Ja, gibt schon einen Grund, warum. Weil es halt mehr Spaß gemacht hat. Ja, so, ich weiß auch nicht warum, aber Black Ops 3 habe ich halt von Anfang an auch, weil ich da noch in der, ich glaube, ich war noch in der Schule tatsächlich zu der Zeit. Nee, Quatsch. Ich war im Freiwilligenjahr und deswegen hatte ich auch gefühlt trotzdem irgendwie mega viel Zeit und habe einfach jeden Abend dann immer nachmittags, als ich nach Hause kam, nur gesuchtet, zwischendurch Videos gemacht und so. Und ja, aber guck mal, das ist doch der größte Unterschied, glaube ich. Wir haben alleine oder halt mit Freunden einfach privat gespielt. Machen wir das bei Black Ops 4? Ja, machen wir halt irgendwie nicht mehr so viel. Schon, aber halt echt nicht genug. Weil aus bestimmten Gründen natürlich auch, weil wir merken so, das Spiel ist nicht wie Black Ops 3, obwohl es trotzdem Spaß machen kann, aber es ist trotzdem nicht das Gleiche so. Genau, sehe ich auch so. Ich meine, könnt ihr ja gerne auch mal einfach unten in die Kommentare schreiben, wie viel ihr Black Ops 4 spielt und im Vergleich zu Black Ops 3 zu der Zeit damals, falls ihr es da schon gespielt habt, was euch so auffällt, was die Unterschiede sind, warum ihr eins vielleicht auch mehr spielt als das andere. Finde ich jetzt mal eine ganz andere Frage, die mir sehr gefällt. Der Felix, würde ich sagen, schreibt, deine Ziele in deinem Leben. Viel Spaß in L.A. Dankeschön. Ziele im Leben. Also jetzt mal wirklich so komplett ins Blaue, so was das ganze Leben angeht, auf jeden Fall Familie mit mindestens ein, zwei Kindern und auf jeden Fall irgendwann, ich weiß nicht, ob mir eine Wohnung reicht, aber ich bin irgendwie schon so der Typ, so ich hätte gern irgendwie mal so ein Haus mit Familie, wie man das halt immer so schön sagt, so Haus im Garten. Oh. Genau, ein Haus mit Familie wahrscheinlich so. Du willst sogar eine Familie in deinem Haus haben? Ja, wahrscheinlich will ich da nicht alleine drin wohnen, so könnte ich mir vorstellen. Können wir eigentlich Seiten tauschen? Ich habe irgendwie Lust. Dann auf jeden Fall ist mir sehr wichtig, dass mir mein Job halt auch immer Spaß macht, also was er jetzt aktuell auch tut und ich will das nicht verlieren. So. Ich möchte, auch wenn ich sage vielleicht, was wir ja nicht wissen, so in 10, 20 Jahren und so weiter, was dann ist, wenn ich dann zum Beispiel nicht mehr YouTube machen sollte, ich werde es so oder so lange machen, wie es geht, weil es halt einfach mega geil ist, Spaß macht und einfach so dieses Community und Austauschen miteinander und sowas. Und so Dudes wie den hier einfach kennenlernen und einfach daraus richtig sich Freundschaften entwickeln, ist einfach geil. Ja, ist mir einfach mega wichtig, dass ich halt nicht in irgendeinem Job stecke, wo ich sage, so ich will das nicht. Ich will trotzdem Spaß dran haben und einfach das Leben trotz allem Stress, den man trotzdem irgendwo auch hat, einfach genießen können. Ja, so, das ist so das Wichtigste für mich irgendwie. Du hast da irgendwie voll weit ausgeholt. Ich mach's mir einfacher. Ich möchte ein erfülltes Leben haben, also quasi irgendwie einen Sinn da drin sehen, nicht nur irgendwie Geld scheffeln oder sowas. Und glücklich sein. Ja. Das sind sehr schöne Worte, die meins auch irgendwie nochmal so zusammenfassen, finde ich. Ja, also vor, spezifisch. Genau, ich habe so spezifisch Sachen gesagt und du hast es quasi auf den Punkt gebracht, so dieses einfach glücklich sein. So, es ist das eigentlich das, was so jeder Mensch im Leben irgendwo anstrebt und was man halt irgendwie ja, sein möchte. So. Nicht so schnell. Oh. Gefährlich? Wir sind letzte Tage, ey, wir sind jeden Tag locker 10 Kilometer gelaufen. Für den einen ist es viel, für den anderen wenig, aber für uns ist es viel, weil wir sonst halt gefühlt den ganzen Tag nur sitzen. Ja, das ist schon wahr. Wir haben einen regelmäßigen Schlafrhythmus hier gerade, weil wir so fertig immer sind. Ist so krass, also um 21 Uhr wird man schon so richtig fertig und müde und wir stehen halt um 7 auf. Ich muss es jetzt tun. Und zwar hier die wunderschöne Frage von Lunga, der größte Sex-Fail. Was zum Henker? I don't know, aber... Cut! Georg, möchtest du dazu was sagen? Ich habe nur den Altbekannten, dass ich mal einen Döner beim Sex gegessen habe. Nein, also...
Hä, hey, das kannte ich doch gar nicht. Echt nicht? Hast du wahrscheinlich nur im Stream erzählt? Ja, hab ich mal im Stream erzählt. Ich guck deine Streams nicht, weil ich. Nein, Spaß. Ich guck tatsächlich deine Streams mehr als jeden anderen, wenn ich mal Streams gucke. Na, Bromance. Kann ich bei dir jetzt Bromance, nicht sagen, wenn du nie streamst. Aber hier, als ich umgezogen bin, das war immer so voll cool, dich im Hintergrund laufen zu lassen. Ja, das habe ich auch immer gemacht. Da hast du gerade deinen Dark Matter, glaube ich, gemacht, unter anderem. Ja, ja. Und da habe ich einfach Möbel zusammengebaut. Ich hätte Bock, jetzt ein neues Dark Matter irgendwie zu haben, dass ich. Setz dich zurück, ich hab's auch gemacht. Oh, also, ich hab gerade Dark Matter erst erreicht, zum Beispiel. Das, oh Mann, das hätte jetzt so gut gepasst. Oh, der Dominik fragt, welche Augenfarbe hat Gustav? Oh, Mann, oh. Das hättest du bestimmt jetzt nicht gewusst, oder? Ja, normalerweise. Wieso? Ja, doch. Ja, aber wir haben eben drüber geredet, deswegen. Doch, aber ich hätte sonst ja auch gewusst, weil ich hab das ja auch bei deinem Quiz richtig beantwortet. Ah, okay. Ich weiß natürlich, dass Georg gelbe Augen hat. Blaue, hups. Seine Schwester fragt, wieso hast du eine tolle Schwester? Grüße. Diskutabel, ob dem stimmt. Doch, klar, auf jeden Fall. Ich habe eine sehr tolle Schwester. Die ist auch mittlerweile schon fast 20. Ich kann es kaum glauben. Ich sag immer so kleine Schwester, aber ey. Du bist auch gerade 23. Man ist immer der ältere Bruder. Oh, ist ja geil. Wie habt ihr euch kennengelernt? Bereut ihr es? Eine sehr komische Frage. Wir bereuen es zutiefst. Wir sind auf jeden Fall, wir hassen uns eigentlich. Ja, dass wir hier abhängen müssen, also schrecklich. Wir haben uns auch niemals freiwillig dazu entschieden, zusammen irgendwie uns eine Unterkunft zu holen. Also es wurde uns alles aufgezwungen von ihr und dann, du bist nicht die gute Ute, grüße gehen raus an deine Mama. Jo, Adrian fragt, ist die Uhrzeit anders in L.A.? Ja, es ist ganz anders hier. Man hat 9 Stunden Zeitunterschied, ne? Ist das richtig? Korrekt. Schade. Zoom auf den Po. 9 Stunden. Oh, hier, finde ich jetzt aber auch selber interessant, der, keine Ahnung, was für ein Name das ist, fragt, wie groß du bist. Das ist ein Geheimnis und wird auch immer eins bleiben. Okay. Ich bin tatsächlich genau 1,90. So, kann man sich gut merken. Ich bin 10 cm kleiner. Oh, der Noah hin. Nein, was? Noah in the Hood fragt, was für Games zockt ihr privat außer COD? Ich persönlich aktuell, glaube ich, gar keins. Wow. So ist echt, also ich mag echt extrem gerne Rollenspiele und so weiter, aber ich spiele halt kaum welche, weil die Zeit irgendwie fehlt. Ja, du hast halt auch dann immer die Zeit mit deiner Freundin, die du verbringen musst. Ist ganz schlimm, ganz, ganz schlimm, dieses Leben. Also ich versuche immer wieder was zu spielen, einfach nur, weil ich in Spielen auf jeden Fall Entspannung sehe. Mhm. Und Mass Effect ist halt das, was ich einfach nochmal wiederholt spiele, weil ich Mass Effect 1 als einer meiner Lieblingsspiele sehe. Schön. Ich weiß nicht, ob du das interessant findest, aber Maurice fragt, was fährst du für ein Auto? Und ich frage direkt hinterher, warum fährst du keins? Das Ding ist einfach, du brauchst in Berlin eigentlich kein Auto. Es sei denn, du musst halt irgendwie unbedingt zur Arbeit fahren, wer weiß wohin oder so. Und das muss ich halt zum Glück nicht. Mhm. Deswegen, ich brauche halt einfach keins, auch wenn ich Autos extrem geil finde und auch gerne eins hätte, so in dem Sinne. Aber es lohnt sich halt einfach nicht. Und da muss ich einfach sagen, so auch jetzt so ein bisschen was Umwelt angeht und so weiter, muss halt einfach nicht sein, wenn man es eh nicht braucht. Würde ich es 100%ig brauchen, ich würde mir direkt eins holen wahrscheinlich. Dann viele erwarten halt bei einem YouTuber, dass sie Auto fahren, ne? Ja, ist halt oft so, ne? Also es haben ja auch extrem viele Autos, was ich ja jetzt auch nicht verwerflich finde. Ich meine, wenn man sich das verdient hat so und erarbeitet hat, ey, dann soll man sich gönnen, was man will. Ich bin sowieso der Meinung, so jeder sollte sich immer das gönnen, was er möchte und man sollte nicht drauf neiden oder irgendwie jemandem sagen so, hey, was fährst du so ein dickes Auto und so oder warum hast du das und das so. Gönn, einfach gönnen so. Einfach gönnen? Ja. Eigentlich ein gutes Schlusswort. Ja. Welches Auto ich fahren würde, wäre wahrscheinlich so ein GLC, finde ich sehr schön, aber tatsächlich auch so Range Rover, ich weiß nicht welcher genau, aber so diese Range Rovers, die man oft sieht, auch in Berlin rumfahren, ich mag die einfach. Generell SUVs feiere ich halt voll. Krass. Ich würde einen Tesla fahren. Ich habe auch gerade an Tesla gedacht, aber in Deutschland ist es ein bisschen schwieriger, so Tesla zu fahren, sage ich mal. Oder halt, weil man nicht so in Berlin nicht wiederum, genau, weil da gibt es viele Stationen. So, das waren echt schöne Schlussworte gerade, ich würde sagen. Deswegen sind wir jetzt auch am Ende des Videos angelangt und ihr könnt natürlich gerne bei Georg aka Gustav auch vorbeischauen. Wir haben bei ihm auch ein Video gemacht, ist natürlich möglichst irgendwie verlinkt, wenn wir es geschafft haben hier. Das ist sowieso mit der Zeitumstellung alles richtig krass hier. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut bei ihm vorbei gerne und lasst gerne noch ein bisschen Liebe in den Kommentaren da. Oh. Hier, man ist so sentimental, vor allem wir so als Dreiergruppe, das passt halt auch einfach voll. Jenny weint immer. Jakob fehlt uns natürlich, also der Fantu, der war letztes Jahr auch mit dabei und vielleicht sehen wir ihn dieses Jahr noch. Das wäre schön. Ja, das wäre toll. In dem Sinne, macht's gut, liebe Leute, haut rein und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss. Jetzt geht's Ramen. Oh ja, jetzt, oh. Oh, Ramen. Wir werden jetzt so lecker essen gehen. Das Essen hier ist fantastisch, oder? Oh, Sonne.